Cornelis, nimmst du noch, kannst du noch was aufnehmen? Das läuft fast mit, mal gucken, wie es wird. Achso, ja, okay, dann können wir ja mal Hallo sagen. Hallo. 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 Ich habe Geld abgehoben. Oh, Dennis ist gerade in Neukölln. Ja. Ach, du bist draußen? Wir schieben hier nochmal so einen kleinen, so wie letztes Jahr, so ähnlich wie letztes Jahr, so einen kleinen Weihnachtsgruß ein. Einen kleinen Weihnachtsgruß. Hallo Weihnachten. Ja, genau, Weihnachten. Wir sind wieder an drei verschiedenen Orten. Ich bin wieder über 3G-Netz, diesmal über E+, übrigens. E+, hier mit Skype und euch verbunden. Und was soll ich sagen? Ich habe Gigabit in der Uni. Ich bin auf der Arbeit, arbeite noch. Ich hoffe, die Konferenz läuft über meinen Rechner, weil dann ist es stabil. Nein, die geht über die Server von Microsoft mittlerweile. Ach so, ja, stimmt. Früher war das anders. Gut. So, hier, komm. Kinder, dafür haben wir keine Zeit jetzt. Ja. So. Kennt ihr eine gute Dönerbude in Karl-Marx-Straße? Das wäre jetzt das Relevante für mich. Nee. Willst du essen, während wir podcasten? Ja, werde ich. Ja, kaufst du jetzt einen Döner? Ich kaufe dich jetzt einen Döner, richtig. Viel Zeit haben wir eh nicht. Ich werde gleich abgeholt. Ich muss einen Weihnachtsbaum bei meiner Oma aufstellen. Ich sollte mich mal hinsetzen. Ich lag nämlich gerade im Bett, ehrlich gesagt. So. Oh, hier ist ein Burger King. Komm ich hier zu Burger King? Alter. Doch, klar. Muss nur über die Straße schaffen. Wenigstens hören wir es. Ja, wie ist bei euch denn so bisher? Euer Weihnachtsurlaub? Könnt ihr jetzt halt noch gar keinen? Ja. Ab Donnerstag. Ja, nee. Urlaub. Ab Donnerstag. Und dann bis Jahresende oder was? Nee, nächste Woche fahre ich wieder hin. Was soll ich denn da auf Urlaubstage verschwenden für dieses Weihnachtszeug? Da ist hier schön gemütlich treffen mit Kollegen und dann beschäftigen wir uns mit ästhetischen Entwicklungen des Jahres. Sprich, wir schauen Filme. Und lassen uns für eigene Produktion inspirieren. Und räumen auf und machen Backups und so. Voll gut. Ja, ist gar nicht schlecht. Ja, nee, ich bin jetzt irgendwie mittlerweile völlig im Urlaubstrott angekommen. Ich verkomme schon langsam äußerlich und innerlich gammel ich so langsam runter. Es macht sehr viel Spaß. Wie viel Flaschen Rotwein hast du jetzt schon leer gemacht? Rotwein? Eine. Ja. Ach so, es ist, geht ja noch. Heute? Du hast auch sehr spezifisch gefragt. So, was nehme ich denn von hier? Ich nehme... Gib Cheeseburger. Nee, ich würde einen Santa Long Chicken. Was ist das denn? Das ist ein Burger mit sehr vielen Schichten. Ist da Zimt drauf? Nee, zum Glück nicht. Leckeres Chicken mit würzigem Erdamer und Marschamer Käse und würziger Steakhouse Barbecue Soße laut Tafel. Wenn ich irgendwie bei so Burgerketten immer würzig lese, dann fühle ich mich schon verarscht. Aber ich nehme das Menü nur in Small. Ich muss auf die Linie achten. Ich war tatsächlich mal 2 Tage in dem Labor, was die Gewürze für McDonald's baut. Und? Ja, das war relativ widerlich, weil die einfach nur farblose Substanzen haben, die dann nach Knoblauch schmecken oder nach Steak oder irgendwelchen anderen Dingen. Kurz an so einer Verkostung teilgenommen oder an so einer Probe und du hast halt einfach Zeug, das irgendwie nach nichts aussieht und eigentlich lecker schmeckt, aber irgendwie auch nicht lecker ist, weil dieses optische Empfinden, wenn du dann nur Flüssigkeit hast ohne Farbe, dann das passt irgendwie nicht. Und es ist irgendwie total widerlich und künstlich. Voll geil. Weil es ist künstlich. Endlich kann ich in meinen Kaffee Knoblaucharoma kippen. Ja. Riecht total super, hätte ich gerne gemacht. Ja, ich auch. Ich habe letztens einen Podcast gehört. Und zwar war das This American Life. Ich nehme einen Santa Long Chicken im Menü Small mit einer Coke-like. Ketchup, Moin? Ketchup, bitte. Hier essen? Ja. 6,89 schon. Bitteschön. 6,89 für ein kleines Menü. Was für eine Abzocke. Vielen Dank. Burger sind teuer geworden. Sag ich euch. Ja, ganz schön. So, und die waren schon teuer. Ja. Und da ging es um Burger. Und zwar von irgendeiner Burgerkette war da die Reporterin unterwegs, die Redakteurin unterwegs und hat sich da in deren Headquarters begeben und hat sich gefragt, wie wird eigentlich ein Burger kreiert? Und dann saßen da so Marketingleute in einer Testküche und so ganz immerhin viele Sachen Küche werden vom Brainstorming erstmal in so einem Raum besprochen mit den Executives. So ganz viele Sachen werden aussortiert. Und die Sachen, die dann weiterkommen, die werden in der Testküche gemacht. Und dann setzen sich da Marketingleute. Das sind keine Köche, keine Geschmacksspezialisten, sondern Marketingleute hin
und essen das, verkosten das Essen, spucken das aber alles wieder im Mülleimer, sie können sie runterschlucken, weil sie sonst viel zu viele Kalorien zu sich nehmen würden, dass es fürchterlich ungesund wäre. Und besprechen dann die Sachen. Und am Ende kommt dabei ein Burger, vielleicht ein Burger raus, der dann eingeführt wird. Das war bei uns auch ganz wichtig. Wir haben das auch, diese Verkostung, das war ja auch ein wissenschaftlicher, in Anführungszeichen, Test mit, glaube ich, 10 Leuten, die das dann mal probiert haben und vergleichen sollten, welche Sorte ihm am besten schmeckt. Das ist dann total gut. 10 Leute reicht auch vollkommen aus, um das empirisch vernünftig zu beweisen. Ne? Im Prinzip war es totaler Bullshit. Ja, ja, sicher. Aber ich habe Vertrauen. Ja, aber ansonsten wünschen wir, glaube ich, mal schöne Weihnachten, oder? Na, müssen wir wohl, oder? Das gebietet der Anstand. Ich wünsche euch das auch wirklich. Ich mag ja Weihnachten. Ja. Kein Kommentar. Und guten Rutsch ins neue Jahr. Und denkt dran. Ach so, warte mal. Warte, stopp mal. Dennis wollte uns noch erzählen, wie er die Steuer beschissen hat. Das habe ich ja nicht dieses Jahr. Ja, ich habe tatsächlich den Umzug meiner Schwester gewuppt. Vorige Woche. Und dort dann ein Umzugsunternehmen einer türkischen Großfamilie in Anspruch genommen, würde ich mal sagen. Zumindest ging die Frau am Telefon, am Apparat. Und die Söhne waren die Umzugshelfer. Es war eine längere Diskussion, eine Rechnung zu bekommen. Ach so. Ja, aber ich habe sie bekommen. Ich dachte jetzt, das wäre irgendwie spektakulärer. Nö. Wir hatten auch noch ein Spezialthema, das ist aus Zeitgründen rausgestrichen. Welches Spezialthema? Du hast doch ein modernes Verkehrsmittel benutzt. Ach ja, ja, nee, das müssen wir mal anders machen, weil da habe ich zu viel zu erzählen. Da habe ich mir Sachen notiert und so. Okay. Aber wir können es ja schon mal sagen, ich bin tatsächlich am 13. Dezember hier nach Ostfriesland gefahren mit dem allerersten IC2, der überhaupt nur das Licht der Welt erblickt hat, um Fahrgäste nach Plan zu fahren. So, das war die Jungfernfahrt, oder? Die Jungfernfahrt, so ist das. Er war sogar in der von Zeitung. Von Berlin-Ostbahnhof bis Norddeich-Mole. Wir sind aber nur von Hannover bis Norden mitgefahren. Norden müssen wir aussteigen. Und wir hätten natürlich auch Berlin-Ostbahnhof einsteigen können. Dann hätten wir aber um 7.30 Uhr da ungefähr einsteigen müssen. Und so sind wir mit dem ICE bis nach Hannover gefahren und da umgestiegen und sind um 8.50 Uhr gefahren. Also eine Stunde 20 länger mit irgendwie zwei kleinen Kindern und viel Gepäck und wenig Nerven. Das war es mir dann irgendwie doch nicht wert. Aber wir waren halt im ersten IC2, der gefahren ist. Ich bin neidisch. Ich habe dann in der Lokalzeitung hier am Tag später erfahren, es gab noch großes Trara im Bahnhof Norddeich-Mole und ein Sektempfang und es wurden Reden gehalten. Und du hast keinen Sekt abbekommen, wie traurig. Nee, wir sind in den Norden ausgestiegen. Ja. Kommt gleich, ja. So, quasi noch ein Stückchen weiter. Wir haben was vergessen bei der letzten Sendung, fällt mir ein. Was denn? Die Bahnfahrt. Ja, ich habe sie offen. Und zwar, lieber Toni, wir haben dich nicht vergessen, Frage Nummer 36. Die Sache mit den Bahn-Podcasts. Warum sind Podcasts zum und mit Thema Bahn erst seit vielen Jahren nach den anderen Tech-Podcasts gestartet worden? Ist so. Naja, das ist die Nische in der Nische. Die Nische wurde erstmal besetzt von Technik-Podcasts, weil es noch mehr Technik-Nerds gibt als Bahn-Nerds. Und als der Podcast sich verbreitert hat in der Nische, mussten weitere Nischen gefunden werden. Und dann kamen die Bahn-Podcasts und damit auch gar nicht so wenige eigentlich in den letzten Jahren. Es gibt da ein paar sehr schöne. Ja. So, Frage 37. Seid ihr schon so geübte Bahnfahrer, dass ihr nur vom Geräuschwechsel und Wanken einschätzen könnt, auf welchem Streckenabschnitt ihr gerade fahrt? Ja. Ich erkenne die Wendlerschleife zwischen Wolfsburg und Braunschweig im Schlaf. Ja, das tue ich. Aber ich erkenne es nur auf meiner eigenen Strecke, wo ich bin, welcher Tunnel ist und vor allen Dingen, wann ich aufwachen muss. Und ich höre in Göttingen auch exakt, wann ich aufstehen muss, um rechtzeitig in der Tür zu stehen, nicht zu früh und nicht zu spät. Naja, also wenn man 10 Jahre die gleiche Strecke fährt. Ja, jeden Tag zweimal die gleiche ICE-Strecke. Ja. Ich merke auch, wenn sie im Gleisbau was verändert haben, da war zum Beispiel viele Jahre so ein Hubbel, der irgendwann mal weg war, wo man immer gedacht, oh, hier ist was kaputt. Naja, rechtzeitig behoben. Und was bei mir noch interessant ist, ich kann auch die Züge, glaube ich, erkennen. Also gerade die ICE-Züge sind bei mir sehr verschieden. Die Federung merke ich sehr klar.
Ich kann auch sagen, auf welchem Platz ich sitze. Also wenn ich es nicht eh wüsste, könnte man mich irgendwo abladen. Ich könnte relativ genau sagen, ob ich in der Mitte des Wagens sitze oder auf dem Rad. Also derartige Details sind mir sehr geläufig. Aber eben nur an der eigentlichen Also ich konnte das mit den Kurven tatsächlich von Hannover nach Göttingen, weil ich sehr oft gependelt bin mit Metronom. Das stimmt, ja. Also die Strecke, okay, sagen wir mal zwischen Norden und Leer oder Augustfehn vielleicht noch, wäre es auch noch gegangen. Aber ansonsten ist diese Metronomstrecke von Hannover nach Göttingen ziemlich charakteristisch, auch in den ganzen Halten, weil die... Man kann wahrscheinlich sagen, dass... Ja. Ja, also auch so die Taktfolge der Halte, die da passieren, ja, also das ist irgendwie so ganz, das schmiegte sich irgendwie so schön an, es fühlte sich irgendwie nie sozusagen, bis auf Nordhardenberg vielleicht, nie zu früh gehalten an. Ja, ich glaube, wir sind alle recht heimisch auf den Hannover-Göttingen-Strecken, oder? Bitte? Wir sind alle recht heimisch auf den beiden Hannover-Göttingen-Strecken, oder? Ja. Kann man so sagen. Die bin ich halt am häufigsten gefahren, ne? Also... Ja. Also wahrscheinlich, also häufiger bin ich garantiert hier noch die Strecke Norden Hannover gefahren, aber nicht so frequentiert. Es gibt wieder Hassmails, weil ich esse. Ja, das ist doch egal. Nächste Bahnfrage, ich habe nicht mehr viel Zeit. Die Sache mit den IC2-Taxlokomotiven. Wie gefällt euch die IC2-Garnitur samt Lok der BB, die bald den langsameren Fernverkehr dominieren wird? Was heißt denn bald? Na, noch sind nicht sehr viele Garnituren. Na, dominieren noch nicht. Ja. Ist erst eine Strecke. Nein, dominieren tut man schon ab Tag 1. Ja. So. Hatten wir auch schon mal diskutiert. Wollen wir das verschieben? Wir haben das schon diskutiert. Wir haben das auch schon mal diskutiert. Ja. Also, wir fanden sie nicht so hübsch, kann man auch nachhören im Bahnhelden. Genau. Und den Fahrbericht gibt es dann im neuen Jahr. Und vielleicht noch mehr. Ja. Ja. Genau. Und wir sehen uns, hören uns nächsten Montag. Wer das nicht weiß. Ja, eine ganz kurze Dings dazu. Das ist schon okay. Es sind ein paar Flaws drin in dem Zug, die nicht so durchdacht sind oder wahrscheinlich einfach nur später hinzugefügt und deshalb ein bisschen doof, aber ist schon okay. Ich habe gehört, alle müssen kotzen. Ja, das ist das Wanken, dass wohl die ganzen Wagen müssen jetzt nochmal ins Werk, weil die wanken so komisch. Oh, ich fand das super, wie die gewankt haben. Das wollte ich extra loben, weil da ist eine neue Luftfederung drin. Soll ich gerade fragen, ob die anders wanken als die etablierten Doppelstockwagen? Die wanken anders und scheinbar ist das Problem, dass auf geschleiften Strecken das Wanken so extrem ist, dass die Leute wirklich kotzen. Man schwimmt. Es fühlt sich tatsächlich manchmal so an, als würde man schwimmen. Insbesondere, wenn man aus großen Bahnhöfen rausfährt. Hinter Hannover und hinter Bremen hatte ich das Gefühl. Das wäre interessant, ob mit der Schlecht fährt. Ich fand das sehr angenehm. Ich reagiere ja schnell auf sowas, aber in Zügen eigentlich nicht. Das ist ich fand das sehr angenehm. Na, egal. Aber reden wir dann bei den Bahnhelden mal drüber und wir werden hier dann an dieser Stelle einen Verweis drauf geben, dass wir das gemacht haben. Ja, und wer es nicht getan hat, Trailer hören, ne? Eins weiter runter hier im Feed und ansonsten hören wir uns nächsten Montag. Was macht denn nun wieder Abmoderation? Wir haben noch zwei Fragen. Ach so. Ja, irgendwer macht hier so viel Druck. Ich habe Zeit. Ja, Dränge macht Druck. Ich habe Zeit. So. Wenn autonomes Fahren erschwinglich wird, würden da nicht 50% der Bahnpendler lieber alleine per Auto pendeln? Ja. Nein. Ja. Kein Platz. Wird mir schlecht drin. Ist zu eng. Ja, kann ich nicht rumlaufen. Du bist eher der Bahnfreak. Daher. Kommt doch auf die Strecke an. Kommt doch einfach auf die Strecke an. Göttingen Erfurt wird bestimmt Cornelis gerne Auto fahren statt Bahn fahren. Göttingen Hannover bestimmt ja, aber auch wenn total ich, gut. Nein, wenn ich aber irgendwo, wenn mein Ziel irgendwo in der Pampa ist und ich nach dem Bahnhalt noch erstmal wieder 15 Minuten laufen muss oder sowas, dann nehme ich natürlich so ein Auto. Naja, die integrierte Variante ist spannend, ja. Nicht die integriert, das kann man ja auch. Also es kommt halt auf den Halt an, würde ich sagen. Naja, wenn da, wo die Bahn schneller ist. In Berlin ist aber, wenn das Netz wie in das ÖPNV-Netz so dicht ist wie in Berlin, dann ist es halt mehr oder weniger egal. Wenn jetzt das Auto sich bestellen nochmal einfach ein extra Hindernis, ja, und kostet einfach Minuten Zeit. In der Zeit könnte ich schon längst am Bahnsteig stehen und auf die U-Bahn warten. Also, aber grundsätzlich denke ich, wird das schon einige abziehen, die irgendwie weiteren Weg zur Station haben oder die irgendwo hin müssen, wo es keinen Spiel gibt. Ich sehe schon weiße Autos mit roten Streifen herumflitzen. Ja, meinetwegen. Ist doch okay. Das IC-Car. Ja.
Das ICK. IC2K. Ja, genau. Die Sache mit der Warterei. Langweilt man sich dank Smartphone eigentlich noch am Bahnsteig? Immerhin gibt es da durchgehend Internetzugang. Aha, Ich langweile mich immer noch auf Bahnsteigen. Ah, habe ich das Internet oft schon mal durchgelesen zu dem Zeitpunkt. Und zweitens, halt Langeweile, also halt ein Bahnsteig, das hat auch am Ende nicht so viel Interessantes unterwegs. Gute Frage, ich sage nein. Denn ich habe irgendwann, weil ich so viel hinher gefahren bin, ich werde abgeholt. Aber das kann ich noch schnell zu Ende machen. Mach mal Tür zu. Seat. Hey. Ich habe mir irgendwann abgewöhnt, mich zu langweilen auf Bahnsteigen, als ich noch sehr oft Bahn gefahren bin. Also immer zwischen aus Friesland und Göttingen hin und her gefahren. Weil ich irgendwann in so einen Modus, auch in so einen Bahnfahrmodus gekommen bin, da profitiere ich auf langen Strecken heute noch von. Da schalte ich einfach komplett ab. Nicht so, dass mir die Zeit fehlt oder so, aber ich bin gerade so in einem Modus, der halt so ein angenehmes Warten ist und der so kurz vor der Langeweile verharrt. Vielleicht ist das so ein Selbstschutzmechanismus des Körpers oder des Geistes, ich weiß es nicht, aber es funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Du bist also der Bahnbuddha. Ja. Bei mir ist es so, ich vermeide die Bahnsteige, indem ich möglichst spät hinkomme und außerdem habe ich ständig einen Rechner dabei und es gibt ja auch doch Bahnlaunch. Das heißt, es ist aber immer irgendwas zu tun, was ich auch auf dem Bahnsteig machen kann. Außer es ist kalt, dann ist es scheiße. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wiederhole das mal mit Renke. Der Pöbel kann aber gar nicht in die Bahnlaunch. Mich kriegt, lässt man da gar nicht rein. Tja. Und außerdem versucht man eine DB-Lounge in Norden oder Esens zu finden. Tja. Ein nettes Café tut's auch. Versuch mal ein nettes Café in Norden. Okay. Ja, dann fahre ich da nicht hin. Aber also hier nochmal diese Kleinfeldung zu machen, der Burger King in Norden ist ganz okay. Da habe ich schon mal gewartet. Sie sind tierisch langsam. Tierisch langsam. Ich weiß nicht, ob es sich geändert hat. Bestimmt ein bisschen länger her, dass ich da mal war. Aber ich habe mal einen Zug verpasst und saß da mal eine Dreiviertelstunde und ich habe so gerade so mein Menü aufgegessen. Dann lohnt es sich auch schon wieder aufzustehen und zum Bahnsteig zu gehen. So, ich muss es auflegen. Ich weise noch mal kurz hin auf den Trailer, den wir im Feed haben. Ich bewerbe mich gerade übrigens auf eine Stelle, in der es sinnig war, in der Bewerbung anzugeben, dass ich auch podcaste. Und wir sollten jetzt noch mal kurz versprechen. Ja. Mal, wir sagen einfach Tschüss hier. Ja, das ändert irgendwie. Das rockt nicht. Ja. Egal. Wird besser. Macht es gut. Bis dann. Frohe Tage. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.